Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Kirby Triple Deluxe. Letztes Mal haben wir Level 3 und Level 4 gemacht und jetzt geht es weiter mit Level 5, der Boss Stage. Und das müsste eigentlich wie immer Wispy Woods sein. Aber mal schauen. Wir sehen unser Helferchen. Den nehmen wir denn mal. Auf in den Kampf. Üblicherweise fliegt hier König DDD herum mit dem Bösewicht. Jetzt nicht, aber es ist jetzt auch nichts Story-Relevantes. Das ist Story-Relevant, der Boss. Ja, Wispy Woods. Also, ja, gut. Machen wir mal. Und wie in Kirby's Adventure Wii, nach der Hälfte der KP, geht der Boss in seine zweite Form. Und ich schütze mich mal. Ab in den Hintergrund. Die Musik ist natürlich auch wieder großartig, aber ich freue mich schon, wenn ich den Club Nintendo Soundtrack zu dem Spiel bekomme. Schade, ich hätte ja nur gerne einen Zug jetzt gemacht. Jetzt kommen hier die Kettensägenblüten. Natürlich, der Wispy Woods auch irgendwie ein bisschen bunter geworden. Das sieht in 3D super aus. Und auf der anderen Seite. Man sieht doch schon, die Bosse haben viel mehr Attacken drauf. Oh mein Gott. Boah. Ich glaube, der Attacke bin ich noch nie ausgewichen. Das erste Mal. Nein. So, kann ich mich bitte mal richtig schön angreifen. Yes! Das war der erste Boss in Kirby Triple Deluxe. Yay! Dankeschön, Dankeschön. Und jetzt aus dem Nichts, weil es ja Kirby Triple Deluxe ist, nein, in anderen Teilen waren es auch immer drei Kirby. Warum klonen denn die sich nicht sonst? Mysteriös. Gut. Och nein. Dann geht's jetzt weiter mit der Bonus-Stage. Die kriegt man, wenn man alle diese Sternteile gesammelt hat. Dann geht's immer noch ein EX. Eine X-Stage. Die besonders schwer ist und mit einem besonders schweren Boss aufwartet. Wobei schwer bei Kirby ja immer so eine Sache ist. Und eine Bewegungssteuerung. Oh. Ach, vielleicht jetzt hier auf der anderen Seite noch irgendwo anders. Tatsächlich, da ist was. Goodies. Nein. Da ist ein Dingsbums, ein Sternteil. So. Und ab in die Höhe. Ah, das ist Flug-Kirby. Ich warte mal, bis dieser Ärmelflächer weg ist. Ah, ich habe eben übrigens Super Mario Bros. Deluxe gespielt. Ein oder andere hat vielleicht das Video gesehen auf N-Tower. Das ist jetzt schon ein paar Tage her wahrscheinlich. Und was ich dazu sagen kann, ist, dass ich solche Spiele halt doch lieber mag, als dieses unverschämt schweren Spiel, die ich jetzt habe. Also ich kann wirklich sagen, Kirby Triple Deluxe ist
ein angenehm einfaches Spiel, aber die Super Mario Bros. Deluxe, also im 2D Mario Spiel habe ich ja sowieso. Also wer das Let's Play zu New Super Mario Bros. 2 gesehen hat, der hat ja schon gesehen, dass ich nicht so gut bin, obwohl ich das habe ich gut gemeistert. Aber New Super Mario Bros. U. Nee. Ich weiß nicht, irgendwie liegen die mir nicht. Aber vielleicht liegt es auch einfach daran, dass ich Jahre bevor ich Mario gespielt habe, erst Kirby gespielt habe. Weil ich habe ja... Oh, ich erzähle dir gerade meine Lebensgeschichte und die greift mich an. Ich habe erst Pokémon gespielt, jahrelang. Und dann erst viel, viel später mein erstes Kirby's Nightmare Dreamland für den GBA. Das war natürlich schon geil, also das hat mich richtig begeistert. Das war mein erstes Jump'n'Run quasi. Das war schon toll. Und dann später nochmal Amazing Mirror, auch für den GBA. Das gab es ja im Botschafterprogramm. Das ist noch eine Ecke cooler gewesen. Und Mario habe ich erst im Februar 2005 gespielt, als das Nintendo DS VIP Pack verschickt worden ist. Und so Mario 64 DS, mein erstes Mario-Spiel. Da habe ich auch schon festgestellt, 3D-Marios sind schon besser als 2D-Marios. Wobei Sunshine mit so vielen Bugs aufgewartet hat. Und hier nur diese Pinball-State. Das war schon übel. Aber das beste Mario ist in dem Fall sowieso Galaxy 1 und Galaxy 2. Die habe ich ja gespielt bis zum Umfallen, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber sonst, Endergebnis habe ich wahrscheinlich trotzdem mehr Kirby-Spiele als Mario-Spiele gespielt. Oh. Während wir jetzt hier weiter Bäume fällen lassen von den Waddledees. Ich sag euch, im nächsten Kirby gibt es ja die Baumfällerfähigkeit. Ach. Ist das denn hier ein Borkenkäfer? Ich frage mich noch, was soll das für Kugel sein? Was ich weiß jetzt, dass ich mir jetzt dieses Heilungsdingsbums hier nehme. Baumfalle. Danke. Hier oben ist doch nichts. Ja. Auf geht's. Oh, ich glaube, es kommt ein Bosskampf. Das heißt der Ex-Bosskampf. EX. Tatsächlich. Nein, das ist die DX. Warum heißt das Level EX und der Boss DX? Egal. Das ist auf jeden Fall eine schwere Version. Original-Bosskampf. Und der muss jetzt trotzdem an glauben. Oh, das ist ja eine Steinfähigkeit. Vielleicht kann ich euch noch was zeigen. Was nämlich eigentlich neu. Ich guck mal, ob ich das hinkriege. Also am Boss habe ich das aus, beim finalen Boss. Steinkirby kennt es nämlich auch. Hämmern! Und sie hat natürlich auch viele verschiedene Fähigkeiten, Statuen verwandeln. Wie jetzt zum Beispiel hier die drei anderen Hauptprotagonisten in Kirby's Adventure Wii. Ich glaube, es noch andere. Oh, da ist der Hamster und die Eule und der Fisch. Mario Block. Da gab es auch noch andere. Das ist schon egal. Das Abenteuer ist noch lang. Und die Fähigkeit werden wir noch oft haben. Hier ist der einzige von diesen Steindingsbumsen. Sternteilen. Ist hier nicht noch? Nein, die ist nicht. So. Level abgeschlossen. Und lecker Futter. Irgendwas habe ich jetzt schöne. Oh, alles doppelt. Und noch einen bekommen. Ist aber enttäuschend. Wie spät ist es denn? 11 Minuten.
gehen wir mal in den Schlüsselanhänger rein. Und schauen uns einfach mal die ersten Seiten hier von den Schlüsselanhängern an. Das dürfte wohl Kirby's Dreamland sein. Die 2D-Sachen. Lolo und Lolli, glaube ich. Kirby's Adventure. Endbosskämpfe. Das ist alles Kirby's Adventure für die Wii. Kirby's Adventure fürs NES. Das müsste jetzt Kirby's Dreamland 2 sein. Ah, den haben wir eben gehabt. Das hat mich jetzt hier alle stark an Kirby Superstar Ultra. Die Doppelten, die müsste man jetzt eigentlich über Südpass tauschen können. Ah, Dyna Blade, der ist auf jeden Fall aus Kirby's Fun Pack, beziehungsweise Kirby Superstar und Superstar Ultra. Mach's. Und ein Wal. Gut. Das soll es dann gewesen sein für heute. Wenn das nächste wieder ein Part etwas zu kurz ist, schauen wir uns weitere von diesen Teilen an. Ja, ansonsten bleibt nicht viel zu sagen, außer dass es das nächste Mal aufgeht. Die zweite Welt. Lollipop Land. Wir sehen uns dann. Tschüss.